Hallo Leute, willkommen zurück bei Silvertech, eurem Kanal über Hardware, Gaming und alles, was dazugehört. Hier in Steel Division 2 haben das erste Gefecht erfolgreich bestritten und wollen uns gleich in die nächsten Gefechte stürzen. Und zwar bleibt uns eigentlich groß nur eine Möglichkeit offen. Hier macht eine Offensive alles erstmal keinen Sinn. Ne, nämlich hier. Hier müssen wir offensiv agieren und gucken, dass wir die ersten Lücken reißen. Ich will möglichst tief hier gleich vorrücken. Gucken, wie wir das am besten anstellen können. Mal überlegen, was habt ihr? Ihr habt Infanterie. Joa. Okay. Nee, wir müssen auf der Straße weiter bleiben. Dann greifen wir hier mit der Gruppe Friedrich an. Nehmen dazu unsere Artillerie. Genau. Und unterstützen das Ganze mit Luftunterstützung. Ah, können wir gar nicht. Wegen der Flak. Das war so ein Punkt, den habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Die haben ja auch noch eine Flak. Schie. Dann nehmen wir unser Panzerregiment dazu. Ist das klug oder wäre das nicht so klug? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Gegner doch mehr Einheiten ins Gefecht führen kann, zumindest in Phase A. Tja, das ist ein bisschen unbefriedigend. Nee, ich breche den Angriff ab. Es macht so echt leider keinen Sinn, diesen Angriff zu starten. Dann rücke ich hier erstmal vor. Genau. Nee, es macht leider echt einfach keinen Sinn. Den Panzertrupp, den kann ich noch ein bisschen besser in Stellung bringen für meinen Angriff hier. So, sehe ich noch irgendwas, was Sinn macht? Bewegen. Ah. Artillerie macht jetzt keinen Sinn. Nee, dann beende ich jetzt an dieser Stelle die erste Runde. War jetzt quasi nur ein offensives Gefecht hier oben im Norden, was ich bestritten habe. Hat aber auch gleich den Verlust einer gesamten eines gesamten Bataillons geführt. Ja. Naja, wenn man das bedenkt, ne, 1348 Soldaten im Verhältnis zu 34 spricht schon für ein gutes Manöver, ne? Okay, beenden wir mal die Runde. Ja, war klar, dass ich jetzt hier hauptsächlich in der Region um Riga angegriffen werde. Ist im Prinzip jetzt erstmal nicht so schlimm, weil ich ja auch recht viel Luftwaffe noch habe. Da will ich am besten Aufklärer. Ja, warum nicht ein paar Aufklärer? Genau. Ne, die Truppe gefällt mir ganz gut. Die passt gut in.
mein Defensivschema dort. Genau. Ja, hervorragend. So, von wem werde ich wahrscheinlich angegriffen? Hier von den Schützenregimentern. Ne? Hier ist noch nichts von Panzern in Sicht. Oh, hier schon. Naja, mal gucken. Gucken wir mal, was der Gegner so ins Gefecht führt. Ich werde auf jeden Fall gewappnet sein, hoffe ich. Wieder schöne Impressionen zu Burning Baltics. Fast ein bisschen schade, dass man das Spiel natürlich hauptsächlich von oben führt und so viele kleine nette Details verloren gehen. Okay, ich werde nur von zwei Schützenregimentern angegriffen. Das ist angenehm für uns. So, gucken wir mal auf eine Karte. Ich schätze, das wird jetzt eine neue Karte von Burning Baltics sein. Ich kenne diese Karte jedenfalls bislang noch nicht. Und wovon ist sie geprägt? Von Seen auf jeden Fall. Doch, die Karte kommt mir bekannt vor. Doch, ich kenne die Karte schon. Aber ist trotzdem eine Karte, auf der ich lange nicht gespielt habe. Gut, ich mache jetzt hier in dieser Stelle eine kleine Pause, stelle mich defensiv ein bisschen auf und ja, bereite mich darauf vor, die Festung Riga zu verteidigen. Bis dahin. So, dann starte ich mal das Gefecht. Überprüft Waffen und Munition. Feind gesichtet. Meine Geschwindigkeit müsste runterdrehen. Wollen Sie mitfahren? Ich denke, ich habe eine ganz gute Verteidigungsstellung hier einnehmen können. Feind gesichtet. So, starten wir mal Bodenstelle. den Was steht auf dem Aufklärer. Plan? Auf das Maschinengewehr schmeißen wir mal ganz elegant eine Bombe. Und der Truck, mal gucken. Yo, das ist Geschichte. Ah, schön. Gibt nichts Besseres Das ist als. der große Augenblick der Luftwaffe. Feindliche Fahrzeuge in die Luft zu jagen, bevor Speer sie zur Stelle. irgendwas gemacht haben. Was gibt's, Leitstelle? Feind gesichtet. So, wir verfolgen mal jetzt hier die Focke Wulf 190 auf ihren Anflug auf dieses Feldgeschütz. Sprecher ab, Ende. Das wird was für die Wochenshow. Das hätten wir jetzt ausgeschaltet. Aufklärer zu Ihren Diensten. Aha. Abmarsch, Männer! Ja, sie haben recht viele Feind direkt vor eigener Artilleriegeschütze. Stellung. Ich habe hier das Kommando. Oh, der Gegner hat sogar einen festen Stand sichern können. Eieiei. Damit dauert das Gefecht nun jetzt deutlich länger, leider. Tja, hätte ich doch von Anfang an Auge, noch ein greift bisschen jetzt an! offensiver agieren können und vielleicht sogar müssen. Bodenstelle, was steht auf dem Plan? Und die schalten gleich mal ein MG aus. Die haben wir niedergemäht. Oh. Klar zum Gefecht, Herr Kommandant. Da.
So, da haben wir ein paar lästige Scharfschützen. Gucken wir mal, was wir hier so haben an Mörsern. Ja, da können wir ein bisschen was ranbringen. Bin auf Empfang. Trupp, Abmarsch! Ziel ausgeschaltet. Artilleriegeschütz wurde ausgeschaltet. Erwarte Ihre Befehle. Dann können wir dich mal hier in den krempeln. So, mal ein bisschen Verstärkung hier anbringen. Nicht Verstärkung, sondern Munition. Ziel ausgeschaltet. Speer zur Stelle. Na, da hätte ich gerne noch ein bisschen Infanterie. Ein MG wäre ganz schön und zwei Grenadiere. Wo werden wir gebraucht? Es hat Unteroffizier Stein erwischt. So, ich hatte. Aha. Gut, wie löse ich das am schlausten? Mörser. Ihr habt eine große. Na, nehme ich euch. Ich hab ihn! Die Mörser bringen wir mal hier ran. Infanterie bereit. Das war recht offensiv, aber das macht nichts. Erwarte Ihre Befehle. Habe verschossen, keine Munition mehr, drehe ab. So, zur Stelle, ist Hauptmann. Mehr. Ah, doch. Naja, schieß mal auf das Artilleriegeschütz. So ein Trupp Scharfschützen wurde weggefrühstückt. Speer zur Stelle. Haben wir niedergemäht. So, da unten kommen die Mörser, da kommen die Infanteristen. Ruhe, herhören! Thank you.
und der Gegner kommt da gar nichts mehr so richtig nach an Verstärkung, so wie es ausschaut. Wo werden wir gebraucht? Scharfschützen ausgeschaltet. Sehr, sehr schön. Ich bringe wieder ein paar Mörser ran. Das erscheint mir doch, denke ich, ganz sinnvoll. Da. Hier. Hauptmann? Feind gesichtet. Feindkontakt. Speer bereit. Wir 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Ja, in diese Ebene rein. Feuer bereit. Setzen uns in Bewegung. Bärtrupp bereit. Pauke, greifen jetzt an! So, den Aufklärer und den Jagdbomber reinbringen. Roter Zug, einsatzbereit. Ziel ausgeschaltet. Siegpunkt erreicht. Rauf mit euch. Ja, ausladen. Wir sind bereit, Herr Kommandant. Los, Männer, Stellungswechsel. Feind gesichtet. Ausgeschaltet. Taxi, dort müssen wir hin. Stehen bereit. Ziel ausgeschaltet. Feindgesichtet, Ziel auffassen. Brecher ab, Ende. Splittergranate reinlaufen. Ziel ausgeschaltet. So. Bewegung. Abstände vergrößern. Fuchs 1, einsatzbereit. Da haben wir ein Artilleriegeschütz. Sehr gut. Auch schießen wir lieber das da.
kommt in die Wälder. Ja, Hauptmann. Ah. Die knallen da meine Granadiere ab. Stellungswechsel. So, jetzt wird der Mörser angegriffen. Lass mich raus! Ich will da raus! Lass mich gehen! Zurück zu... Nimm die Beine in die Hand! Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Zur Stelle, Hauptmann. Die Artillerie wird dort in Stellung gebracht. Was gibt's, Leitstelle? So, ihr Mörser, ihr nehmt mal das Ziel. Hallo, ich sehe gar keine Mörser. Ich sehe nur Wald. Brecher ab, Ende! Das wird was für die Wochenschau! So, hier fliegen jetzt nun die Granaten. Wollen Sie mitfahren? Stellungswechsel. Ich meine, die ganzen Mörder hier haben wir niedergemäht. Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Tja, wie häufig ist hier Unteroffizier Stein erwischt? Aufklärer zu Ihren Diensten. Feuer bereit. So, Artillerie feuert ihn auf das Ziel. Schon wieder ein Artilleriegeschütz ausgeschaltet oder ja, Feldartillerie war es, ne? Erwarte Ihre Befehle. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Feind gesichtet. Erwarte Ihre Befehle. Abbrechen. 6 Schuss. Ende. Aber Feind aufgeklärt. Mehr Feuerkraft gefällig? Ziel ausgeschaltet. Es hat Unteroffizier Stein erwischt.
Koordinaten, Hauptmann. In der Nähe. Beschützt die Artillerie. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Da rückt ein böser Trupp Infanterie vor. Und da steht ein Feldgeschütz. Das machen wir weg. Einsatzbereit. Stellungswechsel. Feind gesichtet. Schade. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. Erhöhe ich mal die Geschwindigkeit. Brecher ab, Ende. Feuer bereit. Feind gesichtet. Klar zum Gefecht, Herr Kommandant. Habe verschossen, keine Munition mehr, drehe ab. Pauke, greifen jetzt an. Ohne uns wären Sie blind. So, hier schießen wir mal schön rein. Aufklärungsflugzeug bereit. Sehr gut. Schade. Speer zur Stelle. Ziel zerschlagen. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. Und Ersatzrohr bereit. Feind gesichtet. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Legen wir mal das MG rüber. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann?
Ziel zerstört. Klingt gut. Bin auf Empfang. Bodenstelle, greife jetzt an. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Pauke, greifen jetzt an. Ja, Hauptmann? Feind gesichtet. Ziel ausgeschaltet. Ohne uns wären sie blind. Aufklärer, zu ihren Diensten. Tja, was die Sowjets wirklich am allerbesten und am meisten haben, Kläre das Gebiet auf. Scharfschützen. Das zeichnet sich so ein bisschen echt aus. Wir wurden aufgeklärt! Haben Sie viel Luftabwehr dort? So. Bin auf Empfang! Da den Jagdbomber drauf. Aha, Feind gesichtet! Jetzt aber schnell in den Wald rein. Was können wir für Sie tun? Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Verschwinden wir von hier! Pauke, greifen jetzt an! Stehen bereit. Ziel ausgeschaltet. So, ihr braucht bestimmt langsam wieder eine neue Munition. Was geht eigentlich? Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? So, den Druck machen wir weg. Bärtrupp bereit. Brecher ab, Ende. Das wird was für die Wochenschau. Sehr schön. Hat das Geschütz auch erledigt? Sehen wir uns hier um. Feind gesichtet! Von Stopp! Druck. Beobachtungshalt! Und dann kann man einen Pack da besser drauf schießen. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Verschwinden wir von hier! Zur Stelle. Ziel ausgeschaltet. Na, ich bin mal auf meine Kill-Statistik gespannt. Die sollte. Wir sind leer geschossen. Oben sein. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Die haben wir niedergemäht. Mir geht der Treibstoff aus. Feindgesichtet, Ziel auffassen. Feind gesichtet. So, da. Macht sie alle nieder. Halt. MG, in Stellung gehen.
warten auf Feuerkoordinaten. Setzen uns in Bewegung. Wo werden wir gebraucht? Feuerbereit. 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Oh. Verstanden. Verlegen Feuerstellung. Latsch in der Börse, denn das ist ja völliger Quatsch. 10 Grad nach oben. Feuer. Aber Feind aufgeklärt. Aufklärungsflugzeug bereit. Wir wurden aufgeklärt! Abbrechen. 6 Schuss. Ende. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht. Hier muss irgendwo Artillerie sein. Aber... Feind gesichtet. Da. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Geil. Die haben wir niedergemäht. Einsatzbereit. Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Bodenstelle. Was steht auf dem Plan? Brecher ab, Ende. Das wird was für die Wochenshow. Wir werden beschossen. Verschwinden wir von hier. Wir wurden aufgeklärt. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Ohne Schritt, Marsch. Wo werden wir gebraucht? Ziel vernichtet. Zweiter Zug einsatzbereit. Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Wer bereit? Wie wäre es mit Trommelfeuer? Ah, Schatten, komm her! Kommandant? Ja. Mit einem Zug in 3 Einheiten zum Aufgeben gebracht. Das ist natürlich. Sanitäter! Ja, Kommandant! Ziel zerschlagen! Feuer bereit! Weihnachten ist der Krieg vorbei. So gut wie erledigt, Herr Kommandant! Was sollen wir ohne Munition machen? Haha, das hat gesessen. Den Grenadiertrupp ziehen wir mal zurück. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Wir wurden aufgeklärt. Warten auf Feuerkoordinaten. Ziel vernichtet. Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Gibt es Neuigkeiten? Ziel vernichtet! Da kommt jetzt ein Trupp.
durch den Wald. Ziel ausgeschaltet. Wir werden beschossen. Mehr Feuerkraft gefällig. Ziel zerschlagen. Brecher ab, Ende. Wie lauten Ihre Befehle? Aufklärer, zu Ihren Diensten. Der Sieg liebt die Sorgfalt. So, diese Infanterie lassen wir hier nicht durchkommen. Zweiter Zug, einsatzbereit. Abbrechen. 6 Schuss. Ende. Aufgepasst, Männer, es geht los. Ich habe hier das Kommando. Brecher ab, Ende. Hat Unteroffizier Stein erwischt. Wir sind festgenagelt! Zweiter Zug, einsatzbereit. Bodenstelle, greife jetzt an! Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Offizier Stein erwischt. Ohne uns wären sie blind. Stehen bereit. Ja, mal gucken. Bewegung. Abstände vergrößern. Mehr Feuerkraft gefällig? Die haben wir niedergeweht. Wir gewinnen diesen Krieg. Das ist mein Befehl. Ja, das ist doch gut. Hat der Gegner eine vernichtende Niederlage einstecken müssen? Ich habe genau 100 Kills gehabt, der Gegner nur 3. Ja, am Anfang ist es natürlich immer leicht hier in Steel Division 2. Na, du hast in der Regel wenig Verluste, der Gegner umso mehr. Die Sowjets können sich das leisten, die Deutschen nicht. Ne, je mehr Einheiten sie verlieren, jede Einheit, die auf der Kampagnenkarte verloren geht, geht ihr in einem gesamten Spiel verloren. Es kommt auf jede Einheit an. Du kannst sie nicht so einfach ersetzen. Das funktioniert nicht. So. Gut. Erster Angriff zurückgeschlagen. Ach du Scheiße. Okay. Gut, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut. Meine Truppe wird jetzt direkt wieder angegriffen. Ne, das ist die Truppe, die jetzt sich ganz erfolgreich geschlagen hat. Und ja, die ist nun konfrontiert mit einer zweiten Angriffszelle. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Sebastian. Macht's gut. Ciao.